Hallo Leute! Das Event ist vorbei und jetzt kommt die Qual der Wahl. Welches der Projekte konnte uns am meisten überzeugen? Okay, Spaß beiseite, ich bin DonFZ04, aber ernsthaft. Ich könnte diese Entscheidung nicht treffen. Es fiel mir schon schwer, die Auswahl zu treffen, welche für mich die fünf besten Projekte sind. Ich hätte am liebsten diese Auswahl nicht mehr gemacht, aber ich habe sie angekündigt, also musste ich sie machen. Oh, leider Gottes. Aber vorher, bevor ich euch die besten fünf Projekte zeige, gebe ich euch noch etwas Informationen, die wichtig werden. Afraius Projekt ist auf jeden Fall nicht in den Top 5 dabei. Das liegt daran, dass er den RPG Maker Unite nicht gewinnen möchte. Er möchte mit dem RPG Maker MV und MZ weiterarbeiten und ist aktuell nicht auf den RPG Maker Unite angewiesen und würde ihn dementsprechend gerne an euch abgeben. Darum habe ich ihn gar nicht erst in die Top 5 aufgenommen. Wenn ihr sein Projekt gewählt hättet, dann schreibt es hier in die Kommentare. Schreibt hin, ich hätte Afraius Projekt gewählt. Das war das Beste für mich. Verstehe ich. Er ist trotzdem nicht in die Top 5 dabei. Okay. Link zu seinem Projekt ist in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch trotzdem angucken, wenn ihr da Interesse habt. Es wird auf jeden Fall in diesem Video nicht gezeigt. Aber ihr könnt es selbst spielen. Ist sowieso besser, selbst zu spielen, oder? Gut, das nochmal vorweg. Die nächste Information. In meinem Community-Tab werdet ihr morgen um 15 Uhr eine Abstimmung haben. Sie ist bereits geplant, hier eine geplante Abstimmung. Sie ist bereits geplant und wird automatisch um 15 Uhr am 5. August freigeschalten. Ihr könnt ab dort dann abstimmen und die Abstimmung läuft bis Sonntag 23.59 Uhr. Montag ist dann die Gewinnübergabe, technisch gesehen, also da werde ich dann den Gewinner bekannt geben in einem extra Video und auch die anderen Gewinner auslosen per Zufall, die das Steam-Guthaben gewonnen haben. Das mache ich dann am Montag. Gut, so viel schon mal dazu. Links zu allen möglichen Inhalten, Projekten etc. sind hier in der Videobeschreibung, auch wenn ich sie nicht in die Top 5 aufgenommen habe. Material, was ich veröffentlichen darf, werde ich veröffentlichen, zumindest bei den Leuten, bei denen ich es weiß, dass ich es darf, sind die Links in der Videobeschreibung. Klickt also euch mal durch, schaut euch alles an, wäre cool, auf jeden Fall da mal reinzugucken. So, aber nun zu den Top 5. Ihr müsst die Entscheidung treffen. Alles in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge werde ich jetzt zeigen. Komplett unkommentiert. Ihr sollt euch selbst eine Entscheidung treffen. Und ich will euch dabei nicht beeinflussen. Eigentlich wollte ich es noch begründen, warum ich wen reingenommen habe. Aber das würde eure Entscheidung vielleicht beeinflussen, habe ich mir gedacht. Und dementsprechend mache ich es nicht an dieser Stelle. Ich verabschiede mich schon mal. Der Rest des Videos ist unkommentiert. Abstimmung ab Freitag, morgen, den 5. August, 15 Uhr. Tschüsseli!
Thank you.
Geht schon los? Ja? Okay. Wo steht? Ich kann das nicht lesen. Egal. Hi, mein Name ist Mr. Klammer und ich darf euch heute mein Spiel präsentieren. Random Life. Worum geht's in dem Spiel? Das ist schwer zu sagen. Man lebt das Leben. Okay, so schwer war es gar nicht. Nein, in diesem Leben geht man arbeiten, kleidet sich ein, kocht, fährt mit dem Auto oder geht zur Polizei seine Strafzettel bezahlen, tankt sein Auto, repariert sein Auto, wartet sein Auto. Nein, ja. Oder aber man geht auf Reisen, erlebt zufällige Ereignisse, trifft einen Yeti oder nicht nur. Man geht Rennen fahren, richtet seine Wohnung oder sein Haus komplett selbst ein. Man lässt sich ein Haus bauen oder baut selbst ein Haus. Man bleibt ein Arbeiter oder man bewirbt sich zum Bürgermeister. Oder man bereist 4 andere Städte. Das ist so im Größten so das Spiel. Es könnte natürlich auch sein, dass ein Krieg ausbricht oder man Schiffbruch erleidet. Ja, ich werde euch jetzt einfach mal ein paar dieser Szenen meines Spiels zeigen und hoffe, ihr habt Spaß dabei. Tschüss euch! Thank you.
Grüß dich, Don F204 und natürlich auch deine Zuschauer. Mein Name ist Chesra und ich präsentiere euch heute ein Action-RPG namens Helden, an dem ich jetzt schon seit einigen Jahren im RPG Maker Volks Ace gearbeitet habe. Und ja, ich könnte jetzt noch aufzählen, wie wichtig mir das Projekt ist und was für Variationen jetzt schon durchgemacht hat, was die Ursprungsidee war. Aber sind wir mal ehrlich, das interessiert euch doch nicht. Was euch interessiert, ist das Spiel selbst. Von daher würde ich sagen, ignorieren wir den ganzen Klumatsch mal und werfen mal direkt einen Blick ins Spiel hinein. Wie bereits angesprochen ist Helden ein Action-RPG, beziehungsweise im Gesamttitel Helden, ein als Zufall getarnter perfekter Plan. Ist ein Action-RPG, entsteht im RPG Maker Volks Ace und... Warte mal, das ist ein ziemlich kleiner Bildschirm. Ja, so, gleich viel besser. Auf jeden Fall ist Helden ein Action-RPG mit Roguelike-Elementen, aber dazu später mehr, entsteht im RPG Maker Volks Ace und ist noch in einer sehr, sehr frühen Entwicklungsphase, also ein Großteil von dem, was ihr hier seht, wird wahrscheinlich nicht final sein. Der Protagonist des Spieles ist Ney. Das ist der Typ da in der Mitte. Grüß dich, Ney. Ihr begleitet Ney auf der Erfüllung seines größten Traumes, seine eigene Heldengilde zu gründen und sie an die Spitze der Rangliste der berühmten Zitadelle der Helden zu bringen. Eine Besonderheit des Spieles sind dabei die Begleiter von Ney, denn diese könnt ihr komplett frei wählen. Neben einer Vielzahl an festen Charakteren, denen ihr in der Weltgeschichte begegnen und von eurer Gilde überzeugen könnt, gibt es auch einzigartige Charaktere, die nicht von mir erstellt wurden und die nur in eurem Spielverlauf auftauchen und die sonst kein anderer Spieler haben kann. Auch diese könnt ihr natürlich rekrutieren, sofern ihr die dazugehörige Quest erfüllt, das nötige Kleingeld habt oder sie anderweitig von eurer Gilde überzeugen könnt. Aber das ist es einem doch wert, um seine eigene Gilde an die Spitze zu bringen. Oder? Doch was gehört nun alles dazu, seine eigene Gilde zu führen? Nun, einiges. Natürlich könnt ihr den Namen eurer Gilde wählen. Ebenso das Sternzeichen. Aber auch euer Führungsstil und die Ausrichtung eurer Gilde entscheiden über den weiteren Spielverlauf. Wie angesprochen, wählt ihr auch die Mitglieder aus. Ich meine, wenn ihr es euch ganz schwer machen wollt, könnt ihr auch mit Ney als Einzelgänger das Spiel durchspielen. Das Herzstück der Gilde ist aber definitiv eure Gildenloge. Diese könnt ihr komplett nach eigenen Vorstellungen gestalten, möblieren, erweitern und nutzen. Für sie findet ihr eine Vielzahl an nützlichen Werkzeugen, Möbeln und Geräten, die euch effizient im Spiel weiterbringen. Okay, manche von ihnen auch nicht so wirklich, aber wo bleibt denn sonst der Spaß? Nicht zu vergessen sind natürlich auch die Gildentiere, die ihr euch ebenso zulegen könnt. Aber hey, bitte kümmert euch dann auch um sie. Eventuell belohnen sie euch ja auch dafür. Doch natürlich liegt der Sinn der Gilden nicht nur darin, dass man sich seine kleine, süße eigene Gildenloge bastelt. Nein, nein, das Ziel ist es, die Gilde auf der Rangliste der Zitadelle der Helden bis ganz oben an die Spitze zu bringen. Und dafür benötigt ihr Punkte. Diese Punkte erhaltet ihr entweder, wenn ihr zufällig generierte Missionen am schwarzen Brett annehmt und erfüllt, oder wenn ihr vorgefertigte Storylines verfolgt. Die meisten Missionen und Storylines bringen euch dabei regelmäßig in die berüchtigten Heldengräber. Dabei handelt es sich um von Fallen, Feinden und Hindernissen gespickte Gebiete, die bei jedem Besuch prozedural neu generiert werden. Je tiefer man in sie eindringt, desto schwerer werden sie und an ihrem Ende wartet jeweils mindestens ein Boss, um euch den Garaus zu machen. In diesen Heldengräbern und an vielen anderen Orten auf dem bekannten Kontinent werdet ihr regelmäßig in actionreiche Echtzeitkämpfe gebunden. Das Besondere hierbei liegt darin, dass jeder Gegner ganz anders agiert. Manche sind sehr schnell, manche langsam, manche teilt viel aus, manche stecken viel ein und manche bieten einfach von Grund auf unfaire Tricks, aus denen ihr kein Entkommen finden werdet. Nicht zu vergessen sind natürlich auch die bereits angesprochenen Bosse, die mit mehreren Kampfphasen erscheinen, welche ihr erst einmal entschlüsseln müsst, um auch nur ansatzweise eine Chance gegen sie haben zu können. Wer nicht bereit ist, sich anzupassen oder neue Taktiken zu entwickeln, der wird untergehen. Und natürlich habe ich euch heute nicht alle Features von Helden präsentiert. Da sei es zum einen das berühmt-berüchtigte Kartenspiel Aura V, für das ihr die Augen verschiedenster Monstertiere und Wesen auf der gesamten Welt einsammeln müsst, um diese dann innerhalb des Kartenspiels einsetzen zu können. Seien es die Werkzeuge wie Bomben, Greifhaken oder Geisterlinsen, dessen kreativer Einsatz euch vollkommen neue Ecken auf dem bekannten Kontinent freidecken können. Sei es das etwas andere Open-World-System, seien es die Fraktionen, Fische, Crafting und. Helden bietet noch sehr viel mehr, um euch die perfekte Heldenreise zu ermöglichen. Doch dazu vielleicht ein anderes Mal mehr. Damit bleibt eigentlich nur noch eine einzige Frage übrig. Seid ihr denn schon bereit für eure Heldenreise? Wenn ja, dann joint doch dem Helden-Discord unter chesra.de/helden. Dort könnt ihr dann weitere Videos, Bilder und auch News zum Spiel erfahren. Außerdem auch, wenn ihr helfen wollt oder ansonsten irgendwelche Fragen zum Spiel habt, kann man das alles da klären. Auch das Release-Date wird irgendwann da veröffentlicht, wenn es dann mal soweit ist. Ich bin schon ein, zweimal mit dem Release-Date auf die Fresse geflogen, von daher irgendwann wird das Spiel bestimmt rauskommen. Ansonsten vielen Dank für die Möglichkeit der Präsentation, Don F204. Supportet auch diesen Jungen, abonniert ihn, kommentiert die Videos und so weiter und so fort. Weil die deutsche Maker-Szene, die ist in den letzten Jahren echt klein geworden und sie braucht mal wieder ein bisschen Aufmerksamkeit. Von daher, das können wir nur zusammen erreichen. Bitte durchziehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.